Seltsam, oder? Dass der Captain nicht mehr hier ist? Valkorion ist in meinem Kopf. Das hier ist gar nichts. Okay, also, wenn ihr das so ausdrückt... Vielleicht überrascht euch das, aber ich bin kein Fan von Sentimentalitäten. Also bringen wir es hinter uns. Ihr müsst euch wegen mir und den anderen keine Sorgen machen. Wir stehen hinter euch. Korf war kein übler Captain, aber ihr sorgt für regelmäßige Bezahlung und hübsche Spielsachen. Außerdem bewirkt die Allianz Großes. Wir sind stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Ich will ehrlich sein. Ich dachte, ihr geht mit Korf. Blinde Loyalität ist dumm. Und ich bin ein Genie. Die Gravestone fliegt sich nicht von alleine. Ihr braucht eine Crew. Wir sind bereit. Schön, dass wir darüber geredet haben. Jetzt wartet aber erstmal der alte Scharn auf euch. Bin schon weg. Ihr habt mich gerufen. Was geht euch durch den Kopf? Ich brauche eure Hilfe bei etwas. Was kann ich für euch tun? Ich habe einen Teil der Daten, die ihr aus der Überwachung mitgebracht habt, durch einen SID-Kontakt weitergegeben. Das war eine überzeugende Einladung für einige vielversprechende Anwärter aus den republikanischen Sondereinheiten. Wen plant ihr zu rekrutieren? Ich habe herausgefunden, dass der Anführer der höchst dekorierten Militäreinheit der Republik ein offenes Ohr für unsere Sache hat. Die Daten, die ich übergeben habe, haben gereicht, um den Chaos-Trupp davon zu überzeugen, ihre offiziellen Missionen zu unterbrechen. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass sie eine unplanmäßige Operation auf Sarkul ausführen. Mein Kontakt hat ein Treffen arrangiert, aber es liegt an euch, sie von dieser Allianz zu überzeugen. Würden Sie nicht eher auf jemanden von Ihrer Seite hören? Dass der Chaos-Trupp seinen eigenen kleinen Krieg hier draußen anfängt, grenzt an Verrat. Ich bin ein Spion. Wenn überhaupt, dann vertrauen Sie mir noch weniger als euch. Ein Antimateriegewehr ist auf eure Position gerichtet. Und wir haben einen freien Schusswinkel von mindestens 100 Metern. Das ist entweder sehr gut oder ziemlich schlecht. Je nachdem, aus welchem Grund ihr hier seid. Ich repräsentiere eine Allianz gegen Imperator Arkan. Wir dachten, dass euch das interessieren könnte. Ja, so lautete die Nachricht. Stillgestanden, Chaos-Trupp. Es ist noch gar nicht so lange her, da hätte ich durchaus auf meine Pension verzichtet, um jetzt den Abzug zu drücken. Aber es scheint, dass heutzutage nicht nur Spione Kompromisse machen müssen.
Seht mich nicht an, ich war nie hier. Major Jorgen, Chaos-Trupp. Ihr wart die Lieblingsattentäterin des Imperators. Ich bin nur noch mein eigener Zorn. Im Moment habe ich auch keinen Bedarf für solche Dienste. Ich habe genug davon, dass Arkan in der gesamten Galaxis wütet. Wenn ihr lieber mal austeilen als einstecken wollt, hätte ich eine Operation, bei der ich eure Hilfe brauchen könnte. Was braucht ihr? Eure Landung ist nicht unbemerkt geblieben. Feinde! Alles sicher! Alles sicher! Das waren sicher nicht die letzten. Dangrill, Xaba nach Norden. Abeth, Torque nach Süden. Kanna, macht euch mit Teron auf schnellstem Weg zum Lager auf. Wir formieren uns dort neu. Ihr kommt mit mir. Wir decken den Rückzug. Für einen Moment dachte ich, ihr würdet vorschlagen, dass wir fliehen. Die Sprungtruppen sind zahlreich und äußerst mobil. Wir müssen sie in die Irre führen, um sie abzuschütteln. Ich brauche eine gute Sicht.
Hier. Kein Zeichen von Verfolgern. Haltet mir den Rücken frei, während ich den Rückzug decke. Dieser neue Imperator, habt ihr ihn getroffen? Ja. Wie schätzt ihr ihn ein? Sein Vater hat ganze Welten manipuliert, um seine eigenen Ziele voranzutreiben. Stellt euch vor, wie es für ein Kind sein muss, das in einem solchen Schatten steht. Es war nicht nur mein Schatten, in dem der Junge stand. Es gibt nur noch Despoten in der Galaxis. Die Republik, deren Schutz ich mich verschrieben habe, existiert nicht mehr. Jetzt haben Leute das Sagen, denen es egal ist, wie wir gewinnen, solange wir Erfolg haben. Saresh hat eine Diktatur errichtet. Rühmt ihr euch nicht immer damit, die Macht gerecht aufzuteilen und sie nicht in einem einzelnen Individuum zu konzentrieren? Als es darauf ankam, gab es nicht genug Politiker, die den Mut hatten, ihren Prinzipien treu zu bleiben. Saresh und ihr Marionettenkanzler haben alle davon überzeugt, dass der Ausnahmezustand sofortiges Durchgreifen erfordert. Sie und die Führungsriege peitschen einfach alles durch, was ihren Interessen dient. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Einmischung der Bürokraten in militärische Angelegenheiten mal vermissen werde. Aber was wir an Effizienz gewonnen haben, haben wir an Seele verloren. Das hier ist zumindest ein Kampf, an den ihr glauben könnt. Darauf werde ich euch festnageln. Ein Moment, ich habe hier etwas. Zivilisten und Sprungtruppen. Sie stecken in Schwierigkeiten. Sie können die Droiden ablenken, während wir uns zurückziehen. Auf keinen Fall. Sie sind jetzt unser Problem. Ihr habt uns gerettet. Geht es allen gut? Ist jemand verletzt? Nein, ich glaube nicht. Danke. Die Sprungtruppen sind aus dem Nichts aufgetaucht. Wir haben gar nichts getan. Wir sind keine Gefahr für den Turm. Aber die Droiden haben uns aus unseren Häusern vertrieben und alles angezündet. Bitte, haltet sie auf, so wie ihr es für uns getan habt. Da draußen sind noch andere. Unsere Familien und Freunde. Unsere Häuser. Es wird nichts übrig bleiben. Arkan wird zahlen. Für alles, was er hier getan hat. Ich bin ganz eurer Meinung. Wir retten alle, die wir können. Trefft uns anschließend und wir finden heraus, wie wir euch hier rauskriegen.